Hey Leutchens, willkommen zurück. Mein Name ist Chris. Wir wurden die letzten Male von Malik ein bisschen veralbert. Und so langsam möchten wir uns an ihn rächen. Hier ist Malik für dich. Denk dran, er soll uns in der Öffentlichkeit treffen, damit wir seinem Schädel ein paar Luftlöcher verpassen können. Okay, das schaffe ich. Hast du Emma Child? Also, da gibt's ein Problem. Können wir uns treffen? Was ist passiert? Child wusste, dass wir kommen. Wir haben womöglich ein Leck. Triff mich am Piccadilly, okay? Nein, nein. Piccadilly wimmelt nur vor Albion. Wie wär's mit Trafalgar Square? Wird das gehen, Bagley? Der Trafalgar Square ist optimal. Gut, dann ist das entschieden. Dann bis bald. Er hat die Verbindung getrennt. Okay, Bagley, ruf Child an. Ich will unsere Freundin zurückhaben. Großartig. Ja, was? Okay, wir sind bereit. Bagley, schick die Details. Aber zuerst wollen wir unsere Freundin zurück. Die kriegt ihr, wenn Richard tot ist. Sorry, aber so war das nicht abgemacht. Lass sie gehen oder wir sind weg. Gut. Als Vertrauensbeweis organisiere ich eine Übergabe an einem zufälligen Ort. Ich werde niemanden zu ihrem Schutz verheizen. Also beeilt euch, wenn ihr sie an einem Stück wollt. Okay. Machen wir gleich, beziehungsweise wir holen erstmal hier die Kiste. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, hier waren wir schon mal und da habe ich irgendwie keinen Eingang gefunden. Ärgerlich. Spring einmal runter. Nee, so richtig fehlt mir gerade ein bisschen die Idee, wie ich hier reinkomme. Deswegen gucken wir mal weiter. Wir haben auch noch hier die Möglichkeit, eine Agentin zu holen. Wir starten da zumindest erstmal kurz die Aktion, damit wir sie dann noch später mit zu uns rufen können. Halt, ist das gleich draußen? Ah, hier. Echt, war das immer hier? Oh, schade. Krass. Der Glücksfund. Okay, cool, haben wir doch mal jetzt abgeschlossen. Sehr schön. Lange dauert der Weg, das wird wieder ein bisschen vorgespult bzw. schneller abgespielt. Und ein bisschen Zeit zu sparen. Ich überlege, ob ich leider ein Auto nehme, weil das Gefühl schneller geht. Na komm, wir landen. Da drunter finden wir Öl und überall. So, komm. Wird die schon, dann wird die Zahl viel, viel schneller kleiner. Dauert sonst immer sehr lange, oder länger. Lange nicht, aber es dauert länger. Da wir doch das eine oder andere Getränk gesammelt haben, können wir einfach mal den schnelleren Weg wählen. Oh! Jetzt brauche ich wieder Trollen, das hätte ich gerne. Okay, wir merken uns das und kommen dann gleich wieder. Ich hoffe, ja, auch das schaffe ich. Den Weg finde ich zurück. Wo ist die jetzt? U-Bahn-Station da hinten? Aber nicht gut drauf? Ich kann mir vorstellen, warum sie so schlechte Laune hat. Albion hat ihren Datenzugriff gerade extrem eingeschränkt. Wieso? Sie hat verdächtige Nebenaktivitäten einiger ihrer Officer unter die Lupe genommen. Und du weißt ja, was Albion von Transparenz hält. Wir müssen uns das ansehen. Wo Rauch ist, ist auch Feuer. Okay, hier sind die Koordinaten der betreffenden Officer. Schau mal, ob du rauskriegst, was sie vorhaben. Okay. Wir kümmern uns aber erstmal um das Paket. Wo bin ich? Ah, da. So. Ja, Paket und das Ganze war hier oben irgendwo. Hier in der Straße. Müsste auch wieder letztes sein. Weiß nicht, wie viel es davon noch gibt, aber ich glaube, viele
Netzteile brauchen wir nicht mehr. War das nicht hier? Ah, doch, da. Also, quasi hier in der Straße. Sollte gefühlt hier drauf liegen. Und es ist hier drinnen. Halt, ouch. Jetzt sind wir drauf. Ah, da unten drinnen. Interessant. Okay, dann war es schon der richtige Weg, den wir gegangen sind. Sehr gut. Wir müssen runter. Dokument mitnehmen, da werden wir hier sind und Auto steht hier auch freundlicherweise rum, das können wir auch gerne mal nehmen. Komme ich hier durch? Das sieht sehr groß aus. Okay, und weiter geht's. Jetzt das Auto hingestellt und dann das Gebäude drumherum gebaut. Das war ja riesig und sehr knapp. Vorsicht. Wer von den beiden lügt? Oder war Hilfe? Vielleicht sogar auch beide. Man weiß es nicht. Wir müssen gucken, wenn wir die Agenten haben und was dann mit der Mission danach passiert. Aber wir holen erstmal eine neue Rekrute in unser Team. Nicht gedacht, dass ich da durchkomme, ohne einen der beiden zu berühren. Krass. Zack, da sind wir. Und rein geht's. Das sind die Albion-Mitarbeiter, die unsere Klientin untersucht hat. Wir könnten nähere Informationen aus ihren Optics beziehen. Einer ist unten, der andere hier oben. Okay, beide unten, keiner hier oben. So.
So, ich dachte, ihr könnt mal nach unten gucken oder hat sich mal so angefühlt, als ob das ging. Ich weiß es nicht. Wobei das jetzt ehrlich nicht so aussieht. Hier sind sehr viele drinne. Hey, lass den Zauber ganz. Da hat er den Schlag verpasst. Mir blutet das Herz. Zurück an die Arbeit. Ich schicke dir die Daten. Ich analysiere sie. Das wird etwas dauern. Vielleicht willst du in der Zeit schon den anderen Officer scannen. Ja, gern. Dauert nur ein bisschen. Irgendwie ist da keine Kamera drinne. Hey, kannst drehen und wenden, wie ich will, kommt er nicht hin. Oder? Autsch, Drohne. So, der ist jetzt da und vielleicht habe ich jetzt die Möglichkeit. Cool, haben wir rausgelockt. Was hast du gefunden, Bagley? Oh, ich sehe nun mal wieder die beste Seite der Menschheit. Die zwei holen sich Londoner ohne Papiere von der Straße und prügeln sie ein paar Tage zum Spaß grün und blau. Dann schaffen sie sie aus dem Land. So viel zum Recht auf faire Gerichtsprozesse. Das hast du alles aus ihren Optics? Du bist klasse, Bex. Bleib wie du bist. Ja, ihre Körperkameras und Nachrichtenverläufe liefern erdrückende Beweise. Es wirkt fast, als hätten sie gar keine Angst, erwischt zu werden. Soll ich unserer Freundin die Details schicken? Yep. Bagley, könntest du bitte ein Treffen ausmachen? Ich bin mir gerade nicht sicher, ob wir jetzt, ob ich den richtigen Rausweg gewählt habe. Und bis zur Straße kommen, sieht nicht so aus. Hm, toll. So, wir möchten dahin. Wieder ein endlos weiter Weg. Okay. Hier vorne sollte ja unser Auto stehen. Unser kleiner Truck. Den können wir dann nehmen, um zurückzukommen. Nicht bewegen während des Scans. Okay, gibt es ein Problem? Ist sauber, weitergehen. In Ordnung, danke. Schwein? Hm? Wer weiß. So, rechts und links geschaut. Ich dachte, wir hatten hier ein Auto. Oder irgendwas anderes ähnliches. Nehmen wir den Taxi, die sie da haben. Sieh mal an. Selbstfahren. Gefühlt immer leer. Noch den Erfolg.
Erstmal überall ein Bier trinken und Dart spielen und auch gewinnen. Weiß nicht, ob ich das noch verfolge, wären 30 Punkte, aber... Okay, da haben wir auch schon dran gemalt. Brauchen wir nicht. Anhalten, das ist gut. Weiß gar nicht, wie wir davon machen müssen. So, da ist er. Halten. Und ich weg. Ah, Detzek also. Ich wollte euch kennenlernen. Danke für die Optikprotokolle. Sie waren noch viel schlimmer, als ich dachte. Albion gehört an den Pranger. Aber das darf noch nicht rauskommen. Was meinst du damit? Ich habe mir Albion vorgenommen, nachdem sie einen Freund verhaftet hatten. Er ist immer noch dort. Wenn ich das veröffentliche, ist das vielleicht sein Todesurteil. Unschuldige Seelen aus der Albion-Hölle befreien? Das klingt genau nach uns. Danke. Hilf mir, dann schulde ich dir einen Gefallen. Und glaub mir, davon profitierst du. Oh. Ich habe die Einrichtung gefunden, in der der Freund unserer Klientin einsitzt. Schick mir bitte den Standort. Hätten wir telefonieren können? Und wieder geführt zum anderen Ende der Stadt. Nein, ich hasse es. Gut, machen wir gleich weiter. Dauert wieder einen kleinen Moment, bis wir da irgendwann mal angekommen sind. Haben wir schon mal erreicht. Das sieht ganz gut aus. Ungünstigerweise müssen wir noch durch die Straßenführung ein Stückchen weiter uns wieder davon entfernen. Oder komme ich hier runter? Nee. Aber das können wir machen. Machen wir so rum, so ist cool. Und besser. Sonst hätten wir im Kreisverkehr, weiß ich, warum das nicht vorher so angezeigt worden ist. Autsch, Verzeihung. Abschreibt mit Motorradfahrern. Und hier sind wir. Unsere Zielperson sitzt hier irgendwo in einer inoffiziellen Zelle. Wahrscheinlich wollten sie dem Papierkram entgehen, den Albion-Mitarbeiter normalerweise für die Folterung von Zivilisten erledigen müssen. Okay, verstanden. Mal sehen, was ich rausfinde. Da sind wir. Das ist der Ort. Unser Mann ist hier. So, irgendwie einen Weg, um reinzukommen.
entdeckt und elegant. Aber so richtig wird es nicht klappen. Damit können wir nichts machen. Mir schon lange. Doch, komm mal hoch. Komm ich hier rein? Die Tür macht das nicht her. Hier waren wir doch auch schon mal. Haben wir noch einen? Hoffentlich läuft der nicht rein. Glückwunsch zu dem großen okay. Sieg. Ich sage unserer Klientin Bescheid, wenn ihr Freund in Sicherheit ist. Wo ist er? Da. Können wir hier hinten runterhüpfen? Kommst du? Und hier vorne ging's raus. Ein Stückchen warten. Da ist er. Warum springt er denn da drüber? Er kann einfach vorbeilaufen. Du bist ihnen wohl ausgewichen. Hey, wir haben deinen Freund aus Albions Fängen befreit. Du kannst jetzt veröffentlichen. Ich lade die Story sofort hoch. Ich habe zwar das Gefühl, dass sich dadurch wahrscheinlich nichts ändern wird, aber immerhin haben sie einen Menschen weniger in ihrer Gewalt. Danke euch. Hey, weißt du was? Du bist genau die Art von Mensch, die DedSec braucht. Komm doch zu uns. Es macht Spaß. Ja, ich glaube, wir geben ein gutes Team ab. Sehr gut. Ach du Scheiße. Ist das ein Witz? So, wechseln wir nochmal eben kurz zu ihr. Echt klasse, dass du jetzt dabei bist. Willkommen bei DedSec. Yes, ich bin bereit, mit euch auf Jagd nach Abschaum zu gehen. Klasse. Klasse. Gut, können wir das nächste Mal die Mission machen. Bin gespannt, wie es weitergeht und wie die Mission enden wird. Ah. So, und ich bedanke mich bei euch. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, dann dürft ihr es gerne zeigen, indem ihr es kommentiert, abonniert, ein paar Däumchen da lasst und das nächste Mal wieder einschaltet. In diesem Sinne, vielen lieben Dank und bis zum nächsten Mal, Chris. Bye!